Noch nie ist ein Papst in so hohem Alter so weit gereist. Mit 87 Jahren ist Papst Franziskus jetzt zum ersten Mal in Indonesien, dem Staat, in dem weltweit die meisten Muslime leben. Den 240 Millionen stehen nur rund 8 Millionen Katholiken gegenüber. Da kann es auch zu Konflikten kommen. Der Papst wirbt für gegenseitige Toleranz. Christiane Justus. Es ist keine normale Chorprobe in St. Nikodemus. Im Süden von Jakarta proben sie heute für den Papst. Sie singen ein Lied von der Stärke ihres Glaubens. Ajeng und ihren Freunden bedeutet es viel, dass Franziskus sich gerade Indonesien ausgesucht hat. Denn sie sind hier in der Minderheit. Nur 3% der Bevölkerung Katholiken wie sie. Ich gehörte schon immer zur Minderheit. Das ist nicht ganz leicht, aber Schwierigkeiten hatte ich damit bislang eigentlich nicht. Wir unterstützen uns gegenseitig. Zu den Themen, die die Gemeindemitglieder hier diskutieren, gehört auch ihr Alltag mit den muslimischen Nachbarn. Der Islam in Indonesien gilt als weitgehend moderat und weltoffen. Spannungen zwischen Muslimen und Katholiken eher selten. Religionen wie das Christentum sind gesetzlich geschützt und trotzdem haben sie hier manchmal das Gefühl, sie müssten sich behaupten. Wir haben zur gleichen Zeit Gottesdienst. Wenn wir um 6 Uhr am Wochenende die Eucharistie feiern, beten sie gerade auch und der Muezzin betet laut. Wir haben da einen Konflikt, aber so ist das mit der Freiheit in einer muslimischen Umgebung. Gegenseitige Toleranz, dafür wirbt Papst Franziskus heute vor der größten Moschee Südostasiens, der Istiqlal-Moschee, gemeinsam mit dem Großimam. Ihre Botschaft, ein friedliches Zusammenleben aller Religionen, gehe nur im Dialog. Kurz vor dem großen Gottesdienst für Indonesiens Katholiken, auch die Chormitglieder von St. Nikodemus stehen Schlange bei der Registrierung. Mit ihren knalligen Shirts wollen sie auffallen. Die Euphorie ist groß. Dass ihr Papst zuvor noch in der Moschee war, sehen sie als starkes Signal. Ich habe das Gefühl, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind. Das ist authentisch. Okay, ja, wir leben hier gemeinsam in Frieden. Um Toleranz, darum geht es doch. Einfahrt im Fußballstadion von Jakarta bei tropischer Hitze. Von einigen der indonesischen Inseln sind Katholiken extra hierher gekommen. Gemeinsam mit mehreren 10.000 feiern sie den Gottesdienst mit Franziskus. Der Papst verabschiedet sich hier von Indonesien. Ich möchte dieser Nation, diesem wunderbaren Archipel zurufen, traut euch von der Brüderlichkeit zu träumen, sie ist euer wahrer Schatz. Hört nicht auf, eine Zivilisation des Friedens aufzubauen. Ein Appell, den er nicht nur an Christen und Muslime in Indonesien, sondern in der ganzen Welt richtet.